Willkommen zur heutigen Kurpredigt. Wir hören auf eine Bildrede von Jesus in Johannes 15. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg und jede, die Frucht bringt, reinigt er damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich euch gesagt habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wie die Rebe aus sich heraus keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. An dieser Bildrede Jesu fällt mir auf, während wir uns ständig überlegen, was bringt es mir? Was habe ich davon? Läuft es hier in Johannes 15 gerade umgekehrt. Gott fragt nach uns. Er sucht bei uns etwas, nämlich Frucht. Frucht? Eigentlich sucht er Menschen, die so eng mit ihm verbunden leben, wie die Reben mit dem Weinstock. Ein Weinstock wird dann gelobt, wenn er süße Trauben trägt. Der Schöpfer empfängt Ehre, wenn ihm seine Geschöpfe zur Ehre gereichen. Genau dazu wurde das Volk Israel berufen. Aus Ägypten rief ich meinen Sohn, sagt Gott durch den Propheten Hosea. Aus der Sklavenschaft in Ägypten hat Gott ein Volk in die Freiheit geführt, damit es ihm diene und ihn ehre. Wir wissen aus der Bibel, diese Berufung ist im Wesentlichen gescheitert. Nochmals ruft Gott einen Sohn aus Ägypten, den Buben Jesus. Der mit seinen Eltern vor Herodes dorthin geflohen ist. Zurück in Israel wird Jesus zum wahren Weinstock. Von seinem Vater gepflanzt, damit er allen Reben, die an ihm wachsen, seine ganze Lebenskraft schenke, seine Zukunft, seine Hoffnung. Gott schenkt dieser Welt seinen Sohn. Und wir dürfen unser Leben in ihm verwurzeln und so die Frucht bringen, die Gott auf Erden sucht. Jesus der Weinstock, der all seine Schößlinge versorgt mit Lebenssaft. Ein ermutigendes Bild für Jüngerschaft, für die Kirche, für uns. Wie gut. Wir Menschen müssen uns nicht aufs Fruchtbringen fokussieren. Das würde eher Frust auslösen. Denn wer könnte schon von sich behaupten, ich führe mein Leben ganz so, wie Gott sich das gedacht hat. Nicht um Frucht müssen wir besorgt sein. Die wächst ganz von selbst. Sondern eines ist uns aufgetragen, zu bleiben am Weinstock, weil er, Jesus, die Quelle des Lebens ist. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. So ruft uns Jesus zu und nur darauf kommt es an. An diesem Punkt wird das Bild vom Weinstock und den Reben durchbrochen. Während in der Pflanzenwelt die Schößlinge ganz selbstverständlich mit dem Weinstock verwachsen bleiben, ist unsere Verbindung mit Jesus nicht fix gegeben. In großer Freiheit sind wir Menschen dazu aufgerufen, uns selbstverantwortlich zu entscheiden. Will ich das diesem Jesus auf der Spur bleiben? will ich das mein leben in seine hand legen ganz grundsätzlich aber auch jeden tag jede stunde wieder neu bleibt in mir und ich bleibe in euch das jesus wort bleibt in mir ist nicht in erster linie ein aufruf sondern ein einzigartiges Geschenk. Stellen wir uns das vor. Er, nicht irgendeine vergängliche Größe dieser Welt, sondern der Sohn dessen, der Himmel und Erde gemacht hat und in seinen Händen trägt, er gibt uns Raum. Raum nicht irgendwo in seiner Nähe, sondern in sich selbst sagt er doch, bleibt in mir und nicht bleibt bei mir. Ist das nicht zum Staunen? Als seine Jüngerinnen und Jünger sind wir Jesus so nahe, dass wir bei ihm einen Namen haben, dass wir in seiner Agenda vorkommen dass wir Zugang haben zu seinem Herzen, wenn das nicht großartig ist. In vielen Todesanzeigen ist zu lesen, wie wesentlich es für die Hinterbliebenen ist, dem verstorbenen Menschen im Herzen und in der Erinnerung weiterhin einen wichtigen Platz zu behalten. Er, Jesus, er denkt nicht nur an uns, er behält nicht nur unser Bild bei sich lebendig, vielmehr lebt er mit uns, spricht er mit uns, hört er auf uns, begleitet er uns so dicht wie ein Coach, weil es ihm wichtig ist, dass unser Leben gelingt und Frucht trägt. In ihm bleiben zu dürfen, in seinem Innersten einen Platz haben zu dürfen, dieses Glück wird allen zuteil, die mit ihm so eng verbunden sind, wie die Reben mit dem Weinstock. Jesus spricht, Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Amen. An der gleichen Stelle hören Sie am kommenden Sonntag die Predigt von meinem Pfarrkollegen Andreas Rade. Danke, dass Sie heute dabei Sie Gott.